What makes the Indy 500 so special is really the entire month. The month of May is everything to IndyCar racing. You want to be the best. You want to be peaking with your team and as yourself as a driver at that time. Everything that you've worked for boils down to the Indianapolis 500. It is our largest race of the year. It's everything that we put our work into, and it's where we want to have the most success. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir haben ja zwei Flitzerchen. Ich fand den gelben sieht eigentlich schon mal ganz cool aus. Mit dem sind wir schon mal gefahren. Deshalb würde ich mal sagen, wir nehmen einmal hier den Honda. So, 250 Meilen Rennen, 100 Runden, 402 Kilometer. Alter Falter, Platz 1, 130.000 Credits. Die könnten wir gut gebrauchen. Oh je, ich bin auch mal gespannt. Damals lief es eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt so ein Rennen schon mal gefahren. Mit 10 Runden war es, glaube ich. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir legen einmal los. Auf einer Seite hoffe ich natürlich nicht, dass wir zu schnell auf Platz 1 kommen und dann ja, irgendwie halt nur noch unsere Runden fahren müssen. Alter, wieso bremst der? Gibt's ja gar nicht. Sind doch keine Pfeile drin. So, ich muss auch mal erst ein bisschen reinkommen. Nicht so viel lenken oder nicht so stark. Es reicht immer nur ganz leicht zu lenken. 1 von 100. Schon krass. Oder vielleicht bleibe ich auch mit Absicht mal ein bisschen hinten. Guck mal, wie schnell ich hier eigentlich die Leute überhole. Ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Wir müssen... Autsch. Eigentlich wollte ich nicht zurückspulen, aber egal. Wir müssen, denke ich mal, sicherlich auch einen Boxenstopp machen. Ich denke mal, bei 100 Runden muss man das schon mal rein. Hier geht's glaube ich rein, oder? Hier links dann. Aber wo ich ja an allen vorbeiziehe... Das ist ja an sich ja auch ein bisschen lang. Oh, come on! Wenn die so behindert fahren, kann man ja auch natürlich nichts machen. Alter, jetzt kommt ja angeschossen. Gibt's ja nicht. Alter Falter. Wie die halt immer qualmen teilweise, die Reifen, auch ganz cool. So, ui. Schön mitgehen. Uiuiui. Nein, nicht in die Box rein. Ich lasse mich auch mal ein bisschen überholen. Wird es ein bisschen spannender. So, wir sind in der dritten Runde schon 1,5 Minuten. Das heißt, eine halbe Minute vor einer Runde oder wie? Uiuiui. Dann brauchen wir 50 Minuten. Alter, 50 Minuten so im Kreis fahren. Wird doch auch ein bisschen übel, oder? Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen aufholen. Aber wie gesagt, wenn ich mich ein bisschen ranhalte und so, dann klappt es eigentlich schon. Guck hier, richtig schön. Aber dann fahren die immer so kacke. Immer dahin, wo ich will. Das ist doch mies. Mal. Ich wollte so voll in der Mitte durch. Bums den so richtig weg. War jetzt eigentlich nicht mal Absicht. Eigentlich könnte ich auch so ein bisschen hinter dem bleiben und ein bisschen Windschatten machen. Naja, auch schon ganz schön verdellt, glaub. Oder wir... Oh, da vorne ist ja schon einer. Wir können ja ein paar Leute überrunden. So richtig fett überrunden. Wir sind... Ah, ich bin ja Platz 2. Ich habe gedacht, das war Platz 1, weil ja jetzt keiner kommt. Okay, ich habe gerade da oben gesehen, Platz 2, wieso Platz 2? Vor mir ist noch keiner mehr. Oh je, Mini. Guck mal, da sind schon die Ersten in der Box drin. Oh, ich muss auch bald in die Box. Ich muss reparieren. Nee, langsam mal so ein bisschen auch was trinken. Das können wir am besten machen, wenn wir in der Box sind. Der hat ja 400 Meter. Oh, jetzt wird es natürlich auch interessant wegen der Box. Oh, ne, perfekte Kurve. Richtig schön. Weg da, weg da, weg da. Die behindern mich immer so. So, und hier. Oh, das ist sogar Platz 1. Zwar so weit weg. Jetzt ist er wieder da.
So, Alter, wieso bremst der so? Gibt's ja nicht. Das ist richtig mies. Vor allem, das sieht man bei dem Wagen nicht. Alter. Drei Kurven zurückspulen, oder wie? So, jetzt bremst du. Nicht so ganz okay. Ich bin auch vom Gas runtergegangen, aber eigentlich... Weiß nicht. Ich hab ein bisschen Schiss mit dem Windschatten. Wie gesagt, wenn er wieder so komisch bremst, dann klebe ich den wieder hinten drin. Und das wäre natürlich ja nicht so toll. Alter, dieses Rennen. Vor allem immer so Linkskurve. Ist nicht irgendwann mal nach rechts oder so? Das wäre doch übel. Letztlich so irgendwann so spiegelverkehrt rückwärts fahren. Dann sind wir so, was? Rechtskurve? Woher? So, komm, jetzt überholt. Und guck mal, die anderen sind halt schon auch relativ weit entfernt. Ui, das war aber auch gerade ein bisschen knapp. Oh je, Mine. Das kann ja was werden. Worauf habe ich mich da jetzt eingelassen? Ich habe gedacht, da komme ich so, keine Ahnung, 30 Runden, 50 Runden oder so. Nee, es kommen 100 Runden. Ist ja klar. Aber dafür gehen die Runden ja eigentlich relativ schnell. Was haben wir jetzt? Weiß nicht, ob das eine gute Runde war, aber 40 Sekunden. Ja, guck, haben uns sogar verbessert. So, und wo wäre jetzt jemand? So zum Überrunden? Kann natürlich auch sein. Ja, okay, es kommt irgendwann. Alter. Der ist schon noch da. Guckst du, Platz 4, 1 Kilometer. Platz 2 so, 10 Meter. Oh, da muss ich ein bisschen bremsen. Geht natürlich auch ein bisschen auf die Zwischenzeiten. War jetzt dann wohl keine gute Runde, aber trotzdem einmal egal. So, wir sind bald bei der Hälfte vom Tank. Das heißt, bei Runde 20 rum kann man tanken. Dann bei 40. Dann bei 60, dann bei 80. Alter, darf ich ja fünfmal tanken. Runde 100 lasse ich mal aus. Dann bleibe ich wieder auf der Zielgeraden stehen, wie beim letzten Mal. Das war übel, hey. Das war so richtig übel. So, oh je. Vor allem immer mit dem gleichen Ton. Platz 3 auch schon einen Kilometer. Platz 2 immer noch da. Ja, aber... Oh, Zwischenzeit wieder besser geworden. Hier mal wieder durch die Wiese durch. Oh, da... Jetzt da vorne kommt einer. Und diesmal bin ich auch wirklich Platz 1, ja. Nochmal geschaut, nochmal kontrolliert. Passt einmal. Dann geht's wohl langsam wieder los mit dem Überholen. So, ein bisschen Musik oder so wäre ganz gut. Im Hintergrund ist so Standardmusik, aber so generell so ein bisschen, keine Ahnung. Stay the night. Ich hab keine Ahnung, ich komme gerade auf gar kein Lied irgendwie. Eigentlich wollte ich gerade was anderes singen, dann kam irgendwie ein anderes Lied in meinen Kopf rein. Kuscheln. So, oh. Jetzt ist aber der Tank auch ein bisschen wieder leer gegangen, oder? Ich wollte bei Runde 20 eigentlich reingehen. Aber irgendwie wird es, glaube ich, nicht so ganz reichen. Schauen wir mal. Bin ich eh mal ein bisschen gespannt. Alter, darf man ja 6-7 Mal dann tanken. Oder halt in die Box rein. Und da vorne sind schon ein paar... Kann aber natürlich auch sein, die haben Boxenstopp gemacht. Könnte ja natürlich auch der Fall sein. Und guck mal, wir fahren jetzt 381, habe ich gerade gesehen, vor der Kurve. Kann natürlich sein, dass der Wagen jetzt ein bisschen leichter wird, weil der Tank langsam abnimmt. 381,
Das letzte Mal waren wir, glaube ich, 372 oder so. Ja, 82 sogar. Oh, einmal durch. So, jetzt kriegen wir was Neues hin. Also, das sind richtig viele. Komm, 382. Mehr wie 382. Komm, 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 83, 84. Oh, okay. Aber keine 85 mehr. Ich glaube, da reicht dann die Gerade halt nicht mehr so ganz. Oh je. Hier durch wird ein bisschen knifflig. Oder wir müssen halt noch mal ein bisschen mehr vom Benzin wegbekommen. Ja, aber jetzt muss ich ein bisschen bremsen, weil da durch waren wir dann. Hallo? Ding dong, ding dong. Ping pong, ping pong. Oh, Platz 1 versteckt sich. Nee, der Rote. Einmal der Rote ist es. So, nochmal ein Angriff. Wow! Weißt du, wenn die dann so plötzlich so... Wenn die so bremsen auf einmal... Eieieiei. Den gibt's gar nicht. Richtig mies. So, ich weiß nicht. Eine Runde können wir, glaube ich, noch machen. Also die noch und dann vielleicht noch eine andere. Dann mal schauen wegen der Höchstgeschwindigkeit, ob wir noch was hinbekommen. Und dann, ja. Jetzt auf der Geraden. Wow, 87. Okay, hier. Frosch im Hals. Hier hat man sogar einen Begrenzer gehört. 387. Jo, da geht's ab, du. Aber so langsam, vor allem mit einem vollen Tank oder halbvollen Tank, kommt man nicht auf die Höchstgeschwindigkeit. Oder natürlich auf einer ganz langen Geraden dann, wenn dann. So, soll ich noch eine Runde? Ja, komm, wir machen noch eine Runde. Miau. Oh. Oh, Platz 2 hatte irgendwas. Fast einen Kilometer weg. Sehr schön. Gefällt mir. Dann können wir jetzt auch einmal in die Box rein und hoffen, ja, dass ich auch sogar nicht mal überholt werde. Aber da bin ich mal eh gespannt. Interessant wäre es natürlich, wo auch Platz 3 und Platz 4 ist. Mein Glas steht ja jetzt 3 Kilometer, aber wer ist es jetzt? Keine Ahnung. So, ich glaube, wir sollten auch reingehen in die Box einmal. So, also so langsam auf einmal. 99 fahren wir. Ich trinke mal was. So, oh je. Platz 2 werden wir verlieren. Platz 1. Vorerst mal. Ja, und 3 und 4 müsste noch reichen. Wobei, wir fahren jetzt so langsam raus. Repariert hat jetzt aber nichts groß. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Boah, vor allem, dass wir jetzt hier fahren. Was sind wir? Platz 4. Einmal durch die Wiese, ein bisschen abgekürzt. Alter, Platz 1 hat 1,6 Kilometer. Aber der müsste jetzt ja auch dann mal langsam zum Tanken, oder? Das waren jetzt, ich habe 2 Kilometer verloren beim Tanken. Ne, 2,5 Kilometer kann man sagen. Aber eigentlich ja. Aber guck mal, ja, der ist jetzt drin. Er hat eine Runde länger ausgehalten, aber jetzt ist er drin. Platz 3, glaube ich auch. Ja, sehr schön. Jetzt müsste ich dann theoretisch wieder so einen Kilometer Vorsprung haben. Und dann kann man schön rausrechnen, 2,5 Kilometer... dass man, ja, so circa braucht von Boxenstopp. Oh, 700? Okay, es kann sein. Ja, vielleicht war der auch ein bisschen schneller. Weiß es nicht so genau. Aber es ist jetzt halt die Sache. Ich meine, ist jetzt natürlich schon ein bisschen interessant, aber auf die Dauer ist halt immer das Gleiche. Man ist einfach so rein... für euch, fürs Zuschauen, weil es wird ja nicht so viel passieren, okay, hier immer mal wieder jemand überholen und so, aber an sich
passiert ja nicht sehr viel. Wobei, doch, eigentlich ist es ein konstantes Rennen. Weil wieder so Leute komisch bremsen. Aber ich meine es halt damit. Ja, wir sind auf Platz 1. So vorn wird nicht viel passieren, aber überholen können wir mal wieder welche. Und da kommt der gelbe Blitz. Oh, oh. Hat nicht ganz gereicht, noch innen durchzugehen, weil außen war mir dann auch ein bisschen riskant. Überall die Hütchen hier. Können wir irgendein Hütchenspiel draus machen? Uiui. An die Bande, ich komme immer so nah dran. So, Alter, guck mal, wie die immer fahren. Aber nicht mal einen Schaden bekommen. Die fahren manchmal schon komisch. Oh, hier, guck mal. Der auf Platz 2 ist richtig abgesackt auf Platz 4. 3 Kilometer, ja, komm, da kann man sogar auch in die Box reingehen. Also, dann, wenn es soweit ist, haben wir einen guten Vorsprung. Hier noch ein paar Hütchen mitnehmen. Okay, das Hütchenspiel ist ein bisschen, oder zumindest der ist ein bisschen knifflig, wie sie sich wieder so hinstellen. So, Hütchenspiel. Den einen lassen wir mal. Hier drüben war glaube einer. Bam! Wie er mitgeht. Ich nehme ihn mit. Die machen wir so ein Spiel draus, dass wir mit den Hütchen so eine Runde machen müssen. Uiuiui. Ich glaube, die bremsen da nicht. Die gehen einfach nur vom Gas. Und dadurch, dass ich auf dem Gas drauf bleibe und wir so schnell sind, sieht es so aus, als würde er bremsen. Es kommt halt eigentlich mal einfach von der Geschwindigkeit generell. So, oh, da vorne wieder ein paar. Wird es mal wieder interessant. Keine Ahnung, wo das Hütchen hin ist. Kann natürlich auch sein, jemand anders hat es natürlich weitergeschoben. Ah, da lag es, glaub. Okay, hallo. Serge, ist er außen und dann zieht er so nach innen. Alter Falter, was ist hier los? Dann mit dem, das mit dem Bremsen ist halt übel. Oder halt mit dem Gas weggehen. Guck mal, wie langsam ich geworden bin und trotzdem noch alle überholen. Und ist auch noch im Zickzack. Das gibt's doch nicht. 5 Kilometer. Kann ich nicht irgendwie vorsprühen? Wäre doch ganz cool. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, ich mache hier eine kleine Pause für euch und ja, dann je nachdem. Ja, aber es wird vielleicht ein Platz, weiß nicht. Also guck mal, 5 Kilometer schon und wir sind bei einem Viertel. Deshalb würde ich mal sagen, für euch einen kurzen Break und dann werde ich mal schauen, vielleicht passiert mir irgendwas, ein Crash oder keine Ahnung. Je nachdem. Entweder sehen wir uns am Ende vom Rennen oder irgendwo mittendrin. So, Crash! Ich wollte gerade antäuschen. Und dann so rechts vorbei. Und irgendwie hat es nicht so ganz... Ich habe die Geschwindigkeit unterschätzt. Oder nicht unterschätzt, aber er hat halt nicht so schnell reagiert. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann irgendwann gleich später. Miau! Ja, und somit herzlich willkommen zurück nach einem Schnitt, nach ein paar Runden Fahrt. Wie ihr seht, wir sind jetzt in der 96. Runde. Wir sind immer noch Platz 1, es ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe relativ viel überholt. Hier auch auf Platz 2, 26 Kilometer. Ich glaube, eine Runde hat so 4 Kilometer. Ich weiß nicht genau, irgendwas mit 4. Das heißt, wenn wir mit 4 rechnen, sind es... ja, 6 Runden, mehr als 6 Runden, wo wir Vorsprung haben auf Platz 2. Mit anderen Worten, wir haben Platz 2 und alle anderen 6-mal überrundet und natürlich die, ja, wo weiter hinten sind, wohl 7-mal. Ist schon ein bisschen krass, also an sich, wenn man hier ein bisschen reinkommt, ich habe es auch ein bisschen angefangen, nicht immer mit Vollgas durchzufahren. Hier qualmt es immer mal wieder noch so ein bisschen, aber an sich... Wenn man so ein bisschen vom Gas weggeht, hier oben hat man es auch gerade gesehen, kriegt man manchmal eine gute Kurve hin. Perfekte Kurve habe ich, glaube ich, gar nicht geschafft. Ich glaube, eine perfekte habe ich nie hinbekommen.
Also die ist dann, glaube ich, wirklich extrem krass schwer. Ja, und wir kommen hier wieder. Okay. Was mich teilweise wundert, bei solchen Geschwindigkeiten, solche kleinen Crashes oder so, sind ja eigentlich dann auch schon heftig bei der Geschwindigkeit hier. 370 und 380 ist natürlich schon etwas heftig, aber irgendwie macht es nichts aus. Was mich bis jetzt immer noch so ein bisschen verwundert hat. Ja, mit dem Tank, ich hoffe, das reicht. Ich habe eigentlich so getankt, dass es eigentlich reichen müsste, aber es wird relativ eng sogar. Da ist meine Rechnung nicht so ganz aufgegangen. So, jetzt hier, Kollege. Der ist ein bisschen Gas runter. Schön überholt. Hier komme ich immer mal. Also, die letzte Kurve ist manchmal immer so, komme ich ein bisschen nah an die Bande ran. Das ist immer so eine Sache. 99. Runde. Mein Tank. So gut wie leer, aber. Ja, ich meine, es müsste reichen. Aber ja, mein erstes Ausdauerrennen. Da war ja auch was so mit dem Tank auf der Zielgeraden. Deshalb, ich weiß nicht, riskieren sollte ich es nicht. In die Box will ich jetzt eigentlich auch nicht. Und ja. Ich meine, im Grunde können wir auch in die Box rein. Jetzt zieht der da rein. So, auch ein bisschen ramponiert schon, wie man sieht. So, nochmal hier, aber jetzt einmal hier durch die Mitte. Oder doch nicht? Oder doch? Na komm, bleiben wir mal hier. Die letzte Runde angebrochen. Wir haben noch ein ganz kleines Pünktchen in der Tankanzeige drin. Deshalb hoffe ich auch, dass es reichen wird. Schon ein bisschen heftig hier. Eine Stunde, 9 Minuten. Am Ende 10 Minuten. Und das Ganze halt auch, ich weiß nicht, was ist extremer? Eine Stunde lang im Kreis zu fahren, also wirklich im Kreis? Oder eine Stunde auf einer Strecke? Ich meine, eine Stunde im Kreis fahren ist halt, immer dasselbe. Aber auf einer Strecke muss man sich eigentlich viel mehr konzentrieren, weil die Kurven anders sind. Hier habe ich immer meistens die gleichen Kurven. Konnte mich ziemlich gut drauf einstellen, auf das Ganze. Bei einer Strecke muss man immer wieder links und wieder rechts und gucken. Hier, fett 260.000 Credits. Da habe ich mein Geld wieder fast drin von dem Wagen, wo ich gekauft habe. Ich glaube, ein bisschen was fehlt noch hier. Zweites los. Drittes los. Und viertes los. Okay, doch nicht. Leider nur 4, aber schon ein bisschen krass. So, der Honda Indy. Okay, einmal in schwarz. Und gleich, es geht weiter hier. Ich fühle mich wie in so einer Rubbelbude. So einer Losbude. Zwei, nochmal Geld, hey. Ich werd langsam reich. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt. Na, 50. Na komm. So ein Kleinscheiß. Gerade eben habe ich noch 52 gewonnen. So, Alter, der Lotus E. Da richtig. Oha, das waren 2 Millionen, hey. Weil ich den schon hab. Alter, wie fett. Und jetzt hier noch fett bei Honda. Gibt auch noch ein bisschen Credits. Alter, so lange Rennen sind schon krass. Vor allem, wenn man da bei Affinitätsstufe 1 anfängt. Hört das mal auf. 30.000. 35. Alter, Level 10. Ey, das bin ich ja nicht mal bei den anderen Wagen, wo ich schon 10 Strecken gefahren bin. Schon ein bisschen extrem. Aber ja, war ein tolles Rennen. Und wir sehen uns im nächsten normalen Rennen wieder. Normale Rundenzeiten und ja. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.